Hallo, ich bin Carsten in der Elfringhäuser Schweiz. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, und da oben, gar nicht so weit weg von mir, ist so ein Windrad. Und hört mal, was die Dinger hier im Wald für einen Lärm verbreiten. Ja, hallo nochmal. Wir haben es jetzt Ende Juli. Ich habe ein paar Tage Urlaub. Wetter ist scheiße. Aber egal, soll mich jetzt nicht aufhalten. Ich bin heute, wie gesagt, mal wieder in der Elfringhäuser Schweiz unterwegs. Hier bin ich ja recht gerne. Ich habe mir heute mal eine neue Strecke rausgesucht. Bin gespannt. Kommt mit. Ja, und das ist der Grund, warum ich so gerne in der Elfringhäuser Schweiz bin. Da hinten ist wieder das Windrad von vorhin. Wenn man sich hier so die Landschaft anguckt, meint man, weiß Gott wo, im Urlaub zu sein. Ja, und hier mal eine Aufnahme für alle Windradfreunde.
auf diesem Weg war ich schon mal. Und zwar war das mein erster Film über die Elfringhauser Schweiz. Da habe ich damals die Abmoderation gemacht, die Verabschiedung gemacht. Aber jetzt ist heute der Weg hier nicht für mich zu Ende. Jetzt geht es für mich gleich noch ein Stückchen weiter. Schauen wir mal. Ja, und es sieht so aus, als würde die Tour aufhören, wie sie begonnen hat, mit Regen. Darum, ich habe jetzt noch 1,5 bis 2 Kilometer bis zum Auto. Und ich weiß nicht, wie sich jetzt das Wetter entwickelt. Von daher sage ich mal tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.